John in Lebensgefahr. Der Druck steigt. In der neuen WG am Kiez leiden alle Anwesenden zunehmend, vor allem aneinander. Yvonne, dieser Zach, hat es zwar geschafft, sich größtenteils aus allem rauszuhalten, doch vor allem John, Felix von Jascherow, reagiert zunehmend dünnhäutig auf jedes Wort aus Sos, Lara Dandelion, Mund. Irgendwann wird der Druck so stark, dass Johns Körper einfach schlapp macht. Von jetzt auf gleich überfällt ihn ein lebensbedrohlicher Asthmaanfall. Und wie sich herausstellt, ist ausgerechnet in diesem Moment kein funktionierender Inhalator mehr in Reichweite. Wie Yvonne und Zoe auf die Situation reagieren, zeigt der erste Teil der Wochenvorschau. Den zweiten und dritten Teil der Wochenvorschau mit Lara Dandelion Seibert findet ihr ebenfalls hier, einfach runterscrollen. Flo geht einen Schritt auf Jonas zu zwischen Jonas, Felix van Deventer, und Flo, Pauline Afaya, herrscht seit einigen Tagen Funkstille. Dem ist ein Streit vorangegangen, in dem sich beide gehörig missverstanden haben. Jonas dachte die ganze Zeit, dass Flo ihm aufgrund seines Unfalls keine Dates mehr zutraue. Dabei sei das überhaupt nicht ihre Absicht gewesen und so hat ein kleiner Satz genügt, um zwei Freunde auseinanderzutreiben. Umso erstaunter ist Jonas, als Flo plötzlich vor seiner Tür steht. Du hast mich total falsch verstanden, Jonas. Dass ich dir keine Dates zutraue, so denke ich nicht. Ich dachte, das weißt du. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir wieder Freunde sind, stellt Flo die Situation klar. Die ganze emotionale Szene zeigt der zweite Teil der Wochenvorschau. Erik macht sich Sorgen um Toni. Für Erik, Patrick Heinrich, stimmt etwas nicht. Schon seit einiger Zeit verhält Toni, Olivia Marei, sich mehr als merkwürdig, doch an diesem Morgen ist es besonders seltsam. Nachdem er ihr lang und breit erklärt hat, was für ein köstliches und ausladendes Frühstück er für sie beiden geplant hat, verkündet Toni, dass sie lieber joggen gehen will. Und da macht es bei Erik Klick. Toni, was ist los? Will er von ihr wissen. Toni wiegelt ab. Nichts, ich gehe joggen. Doch Erik lässt das nicht gelten. Und wieso musst du jetzt sofort joggen? Du bist die letzten Tage schon komisch. Irgendwas hast du und du sagst mir nicht was, bohrt er nach. Dann fällt auch bei Toni der Groschen. Erik macht sich Sorgen, dass sie einen Rückfall hat und wieder Tabletten nimmt. Wie sie darauf reagiert, zeigt der dritte Teil der Wochenvorschau.